Kontakt, liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage. Ich bin noch mitten im Schlusstrubel einer Stadtratssitzung, die gerade stattgefunden hat. Die Kolleginnen und Kollegen verlassen gerade so nach und nach den Ratssaal. Wir hatten eine sehr intensive Diskussion heute über die Nibelungenfestspiele und ihre Bedeutung und ob es gut und richtig ist, nochmal beim Budget und beim Zuschussbedarf etwas draufzusatteln, um die Kostensteigerungen, die in den letzten Jahren immer wieder entstanden sind, für zusätzliche Maßnahmen des Lärmschutzes, für die Verbesserung der Sicherheit auf der Tribüne und vieles andere mehr, ob dieser erhöhte Zuschuss gerechtfertigt ist. Der Rat hat am Ende nach einer sehr intensiven, sehr kontroversen, sehr engagierten Diskussion mit großer Mehrheit beschlossen, das Budget entsprechend zu erhöhen. Also in den kommenden 5 Jahren, das ist heute entschieden worden mit großer Mehrheit, wird den Nibelungenfestspielen zugestanden pro Jahr rund 200.000 Euro zusätzlich zu dem bisher beschlossenen Zuschuss von 1,5 Millionen verbrauchen zu können. Man hat das in einen Gesamtbetrag von 1 Million bezogen auf 5 Jahre eingekleidet, damit die Festspiel GmbH in diesen 5 Jahren einen gewissen Spielraum hat, diese zusätzlichen Mittel, wenn es notwendig ist, durch entsprechende Kostensteigerungen auch abrufen zu können. Ich glaube, bei allen Diskussionen ist allen Ratsmitgliedern bewusst, welche große Bedeutung die Nibelungenfestspiele für die Stadt Worms in der Außenwirkung, aber auch in der Wirkung nach innen inzwischen gewonnen haben. Deswegen bin ich froh, dass engagiert und kontrovers diskutiert worden ist, am Ende aber auch mit großer Mehrheit ein eindeutiger Beschluss gefasst worden ist für dieses großartige Ereignis, das Worms weiter vorangebracht hat und auch weiter voranbringen wird. In diesem Sinne viel Freude bei der weiteren Beobachtung unserer Kommunalpolitik in Worms.